Ihr aber wollt leben. Wir möchten, dass unsere Kinder leben. Das Land ist dürr. Wir haben kein anderes mehr. Gehe zu Hawanchita. Er soll die Ratsversammlung einberufen. Ich will euch allen berichten und sagen, was geschehen muss. Jetzt am Abend? Sofort! Chapa ging, aber es dauerte sehr lange, bis er zurückkam. Als er das Zelt wieder betrat, war seine Miene düster. Hawanchita ist bereit, die Ratsmänner einzuberufen. Aber nur, wenn Chetansapa an der Versammlung teilnimmt. Das wiederum wollen der Häuptling und viele Ratsmänner nicht. Chetansapa hat den letzten Widerstand geleistet und ist flüchtig. In den Augen der Langmesser ist er ein Mörder, der gesucht wird. Nimmt er an unserer Versammlung teil, dann ist sie eine Versammlung von Aufrührern. Wir können aber keinen Aufstand machen. Unsere Messer sind zu kurz, um den Flinten zu antworten. Hawanchita hat ihr mit seinem Verlangen nur einen Hinterhalt gelegt. Könnt ihr Chetansapa hier in sein eigenes Zelt holen? Ich will ihn sehen und mit ihm sprechen. Wir könnten es. Doch bringt er uns alle in Gefahr.